WSK sei gegrüßt. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wenn du dir wünschst, zur Ruhe zu kommen, mal loszulassen, mal ganz einfach zu sein, dann ist dieses Workout heute für dich. Ich lade dich herzlich ein, dabei mitzumachen, und du brauchst wie immer nichts außer deinen wundervollen, einzigartigen Körper. Wir beginnen am Ende deiner Matte in der Child's Pose mit den Armen lang nach vorne gestreckt. Senke deine Stirn so nah wie möglich in die Matte und spüre in deinen Körper hinein. Wie fühlt sich dein Körper gerade an? Entdeckst du vielleicht ein Ziehen? Eine Verspannung. Nimm dir einfach ein paar Atemzüge Zeit, um ganz bei dir zu sein. Dann mit deinem nächsten Einatmen den Kopf an, die linke Hand unter deine Schulter und schieb jetzt den rechten Arm nach links und senke hier gerne wieder deine Stirn nach unten und spür auf dieser Seite hinein. Beim nächsten Einatmen hebe den Kopf wieder an, nimm die rechte Hand unter die Schulter und schieb den linken Arm nach vorne. Sink auch hier wieder so tief ein, wie du kannst. Lass deinen Atem fließen. Hebe dann deinen Kopf, hol dir auch die linke Hand unter die Schulter, leg hier die Stirn wieder ab. Nimm einen tiefen Atemzug. Und dann hebe deinen Kopf und geh mit deinem Kronenchakra, deinem Scheitelpunkt auf die Matte, das heißt die Nase ganz nah Richtung Knie. Und dann beginne hier ganz langsam den Po zu heben. Und spür in deinen Körper hinein. Senke dann ganz langsam den Po wieder nach unten. Hebe deinen Kopf. Setz zuerst deine Stirn wieder etwas weiter weg auf. Heb den Po leicht an und leg dann den Kopf wieder auf dein Kronenchakra, auf deinen Scheitelpunkt und heb den Po nochmal an. Achte darauf, dass du kein Gewicht auf deinem Kopf hast. Das Gewicht liegt auf den Händen und Schultern. Komm dann mit dem nächsten Ausatmen ganz langsam wieder zurück. Hebe deinen Kopf, bring deine Arme nach vorne, runde mit dem Einatmen ein und komm langsam komplett nach vorne durch. Senke das Becken nach unten, beuge die Arme und nimm die Ellenbogen unter die Schultern und heb den Oberkörper leicht an. Ein Blick geht nach vorne unten. Atme ein und atme aus. Schau über deine rechte Schulter nach hinten. Atme ein, komm zur Mitte. Atme aus, schau über deine linke Schulter. Ein zur Mitte, aus.
Ein zur Mitte und nochmal aus. Komm zurück zur Mitte, senke den Oberkörper nach unten, bring die Ellenbogen nach außen und die Hände unter die Stirn. Leg die Stirn ab, leg die Beine lang. Und mit deinem nächsten Einatmen heb dein rechtes Bein leicht an. Ausatmen, senken und dann das linke Bein. Und letztes Mal pro Seite. Ablegen, in deinem nächsten Einatmen hol dir die rechte Ferse nach hinten Richtung Po, heb deinen Kopf, ausatmen, bring den rechten Arm nach hinten, greif dir, wenn möglich, deinen Fuß und bring jetzt deine Ferse noch näher Richtung Po. Und spür mal in deine Beinvorderseite hinein, du kannst auch die Stirn wieder ablegen. Ja, spür in die Vorderseite hinein. Wie fühlt sich dein Oberschenkel an? Ja, mit dem nächsten Ausatmen lass langsam wieder los. Streck das Bein lang, hol dir die Hand zurück nach vorn und wir machen genau das gleiche mit links. Ferse ran. Und dann den Arm nach hinten bringen, den Fuß greifen, den Kopf gerne wieder ablegen und dann die Ferse ranziehen, so gut es geht. Lass deinen Atem wieder fließen. Jawohl, und dann lass auch hier langsam wieder los. Bring die Hand zurück unter die Stirn, leg die Stirn ab, lockere dein Becken auf. Und komm dann langsam in der Mitte wieder an. Und zieh deinen Nabel leicht nach innen, damit dein unterer Rücken gestärkt, gestützt ist. Und mit dem nächsten Einatmen hebt dann die Arme und den Oberkörper ganz leicht an. Und ganz leicht können wirklich nur 3 bis 5 cm sein. Du kannst natürlich noch höher gehen, aber dann brauchst du wirklich die stabile Körpermitte. Halte die Position, atme weiter. Und egal wo du bist, auch wenn du wirklich hier nur so knapp über der Matte schwebst, hör auf deinen Körper. Atme aus, leg langsam wieder nach unten ab. Dann atme ein, hebe deinen Kopf, streck den rechten Arm lang nach vorne und dann atme aus, zieh den Ellenbogen nach hinten. Einatmen nach vorne, ausatmen, Ellenbogen nach hinten. Tiefe Atemzüge. Ein letztes Mal. Arm nach vorne, Daumen nach unten. Bring jetzt den Arm über die Seite nach hinten. Daumen hoch und über die Seite wieder vor. Daumen runter nach hinten. Daumen hoch nach vorne. Ein letztes Mal zurück nach vorne. Dann klappe die Hand ein, nimm den linken Arm lang nach vorne und dann bring den Ellenbogen nach hinten zurück.
Ein letztes Mal. Nimm den Arm nach vorne, Daumen nach unten und bring den Arm über die Seite nach hinten, Daumen hoch und über die Seite wieder zurück. Dein letztes Mal. Klappe die Hand wieder ein, leg die Stirn auf dem Handrücken ab, lockere dich im Schultergürtel auf. Hebe dann deinen Kopf und leg deinen Kopf auf die rechte Schläfe. Bring deine Arme nach hinten und leg deine Hände aufeinander auf den unteren Rücken und lass mal ganz bewusst hier deine Schultern nach unten sinken. Nun hebst du mit dem nächsten Einatmen beide Fersen mit drei Schlägen Richtung Po. Eins, zwei, drei. Dann beginnst du langsam in Zeitlupentempo die Beine zu senken. Hebst gleichzeitig den Oberkörper leicht an, drehst deinen Kopf und wenn du möchtest, schieb nun auch noch die Hände nach hinten unten Richtung Füße. Und dann atme aus, leg den Kopf auf die rechte, auf die linke Schläfe, hol dir die Hände zurück, leg die Beine ab. Drei Schläge. Ausatmen, ganz langsam. Beine senken, Oberkörper leicht heben, wenn du magst, Hände Richtung Füße schieben, Kopf heben und dreh den Kopf auf die andere Seite und leg alles wieder ab. Und noch einmal pro Seite, drei Schläge, ausatmen. Schläge. Und ablegen. Nimm deinen Kopf zurück, die Stirn auf die Matte legen, die Arme an den Körper legen, lass die Schultern nach unten fallen, nimm die ganze Spannung raus aus dem Körper. Du möchtest, beweg dich leicht hin und her. Mit deinem nächsten Einatmen hol dir die Hände nach vorne, heb deinen Kopf und dann drück dich zuerst mit den Armen nach oben, nimm dein Becken an, geh auf die Knie und komm zurück in die Child's Pose, in der wir heute begonnen haben. Lass dich hier nach unten einsinken. Geh wieder deine Stirn, wenn möglich, auf die Matte auf. Und spür hier nochmal in den Körper hinein. Es ist eine schöne Gegenposition, die deinen unteren Rücken wieder entspannt. Mit deinem nächsten Einatmen wandere mit den Händen Richtung Knie. Richte dich auf, nimm deine Schultern nach hinten, unten, atme aus, atme ein, heb die Arme über die Seite nach oben an, atme aus, über die Seite nach unten. Und nochmal einatmen nach oben und ausatmen, setz die Hände aufeinander, hol dir die Hände vor die Brust, vor dein Herzchakra und sei stolz auf dich, denn du hast wertvolle Minuten mit dir verbracht, du hast dir und deinem Körper etwas Gutes getan. Und ich danke dir für dein Vertrauen, dass du hier mitgemacht hast, dass du dabei warst und freue mich auf das nächste Video mit dir. Bis dahin, sei ganz bewusst bei dir. Ciao, ciao, hier ist Kay.